Uwe, ja. Glückwunsch erstmal zum 2:0-Sieg gegen Rot-Weiß Oberhausen. Wie laut war das Donnerwetter von dir in der Pause? Überhaupt nicht. Nein. Es gab keinen Grund für ein Donnerwetter. Überhaupt nicht. Also ich lasse mich da auch von einigen Rufen von außen aufwachen oder so ein Scheißdreck überhaupt nicht irritieren. Das war nicht unser Problem. Mit Sicherheit war es so, dass wir in der einen oder anderen Situation ein bisschen die Galligkeit haben vermissen lassen. Aber nochmal, ich weiß, wie schwer es ist, in englischen Wochen immer wieder hochzufahren und das Tempo zu bestimmen und bei eigenem Ballbesitz eben auch geradlinig und schnell nach vorne zu spielen gegen einen eher tiefstehenden Gegner und auf der anderen Seite aber zu wissen, dass die Mannschaft über richtig Geschwindigkeit verfügt, also auch permanent in der Absicherung zu gehen. Deswegen war ich von der Spielorganisation her absolut einverstanden mit der Mannschaft. Wir haben defensiv mit dieser einen Unachtsamkeit, in die wir uns selbst gebracht haben, meiner Meinung nach ein hervorragendes Spiel gemacht. Heute war ich richtig, richtig zufrieden mit Sebastian Zinke und den beiden Innenverteidigern, die sehr aufmerksam gespielt haben. Also gab es überhaupt keinen Grund für ein Donnerwetter. Es gab Grund, das Spiel nochmal eingehend zu verändern, unsere Spielstruktur zu verändern, weil meine Idee der ersten Halbzeit nicht so umgesetzt wurde, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben in diesen Halbräumen Notbeck und Schaf zu selten gefunden. Beide haben zu weit hinten gespielt, haben dann häufig nicht so den Mut gehabt, sich aufzudrehen, obwohl Platz da war, obwohl die beiden Sechser des Gegners relativ weit hinten gestanden haben. Das habe ich dann durch eine strukturelle Änderung entsprechend so ein Stück weit verändert. Und das hat mit Sicherheit Früchte getragen. Ich habe Montabell auch ganz klar gesagt, Stoike ist für mich ein wirklich guter Fußballer. Aber der hat sein ganzes Leben auf der 10 gespielt und hilft mit Sicherheit Oberhausen bei eigenem Ballbesitz. Hat einen sehr, sehr guten linken Fuß, aber hat das Verteidigen eben so nicht gelernt. Und wenn da so ein Spieler wie Montabell mit dieser Wucht, mit dieser Gradlinigkeit, mit dieser Robustheit in solche Szenen kommt, dann muss er eben mal Kapital schlagen gegen solche Jungs. Und das hat er in der zweiten Halbzeit hervorragend gemacht. Das war der Türöffner. Ich denke, dass er dann auch noch die Übersicht behält und Thomas mit dem Querpass bedient, war klasse. Wir hatten vorher schon ein, zwei Situationen nach Standardsituationen, wo der Ball irgendwo im Fünfer hin und her titscht. Aber da hat man gemerkt, jetzt trägt das System auch Früchte. Und wir spielen nicht nur gut organisiert, sondern jetzt kreieren wir auch Möglichkeiten und können Druck ausüben. Und dass in der Phase das 1:0 gefallen ist, ich denke, das war nur folgerichtig. Und mit dem 1:0 hat man noch einmal eine schwierige Situation zu überstehen, als wir hinten in der Defensive nicht richtig zugefasst haben und der Ball da am langen Pfosten vorbeigeht. Ansonsten, denke ich, war das insgesamt eine sehr brauchbare Leistung. Wir haben dann mit diesem hervorragenden Konter das 2:0 gemacht. Kompliment an Tobias Fink, wie er sich da durchsetzt. Das war eine Energieleistung. Ich denke, gegen Landers so zu verteidigen, wie er das gemacht hat und dann auch noch für den spielentscheidenden Assist zu sorgen vorne, das sagt eine ganze Menge über dessen Qualität aus. Ich freue mich wahnsinnig, dass Timo Kjalka jetzt auch im heimischen Stadion getroffen hat. Das war für ihn persönlich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, das hat man im letzten Heimspiel gegen Bergisch Gladbach gesehen, wo er unbedingt den Elfmeter schießen wollte, um sein erstes Tor im heimischen Stadion zu machen. Heute ist das gelungen. Deswegen kann man, glaube ich, insgesamt zufrieden sein. Es geht hier jetzt in dieser Phase absolut und ausschließlich darum, ergebnisorientiert zu spielen. Und da muss ich sagen, war die Mannschaft von der ersten Sekunde an sehr fokussiert. Es haben so ein paar Schlüssel gefehlt in Bezug auf das Bespielen des Gegners bei eigenem Ballbesitz. Das haben wir dann auch ganz gut gelöst. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit haben wir wirklich den einen oder anderen richtig schönen Konter gefahren. Und wenn ich sehe, wie viele Wege meine Außenverteidiger Sievers und Fink noch in den Rücken der Abwehr machen können in der 75., 80., 85. Minute, dann spricht das auch für unsere Physis. Und deswegen bin ich da absolut guter Dinge. Jetzt war es das 5. Spiel für die Fortuna binnen 15 Tagen. Am Samstag geht es weiter in Hüls. Was wird jetzt besonders wichtig sein in Bezug auf die nächsten Trainingstage? Natürlich, dass die Mannschaft zum einen wieder eine absolute körperliche Frische hat. Das ist, denke ich, ein elementarer Schlüssel. Aber da lassen wir uns immer ein bisschen was einfallen. Gute Mischung aus regenerieren, aber logischerweise auch aktivieren ab Donnerstag. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Dann ist natürlich der Kopf ein entscheidender Faktor. Natürlich musst du innerhalb dieser kurzen Zeit Spiele relativ schnell wieder abschließen und dich dann der nächsten Aufgabe widmen. Ich habe es eben in der Pressekonferenz schon gesagt, ich glaube, dass das Ergebnis von Hüls heute, dieses 5:0 gegen Rot-Weiß Essen zu Hause, ja grundsätzlich uns natürlich schon in die Karten spielt, denn jetzt ist die Mannschaft mit Sicherheit hellwach und fokussiert. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir mit dieser Einstellung von Rot-Weiß Oberhausen mit Sicherheit auch absolut berechtigte Hoffnung haben, auch in Hüls was zu holen. Okay, wir freuen uns drauf.